Am Samstagnachmittag mussten mehrere Inselfeuerwehren zu einem Großeinsatz in den Sylter Osten ausrücken. Ja, gegen 15.13 Uhr wurde die Feuerwehr Kaitum, die Feuerwehr Tinnum alarmiert zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung hier im Munkmarsch an der Sportboothalle. Und bei Eintreffen erster Einsatzkräfte wurde gleich die Feuerwehr Westerland mit alarmiert. Wir haben mehrere Abschnitte gebildet, sind mit mehreren Strahlrohren vor Ort und versuchen jetzt das Feuer einzudämmen. In der Bootshalle sind jetzt im Winter Segel und Sportboote eingelagert. Zudem machten Kraft- und Schmierstoffe in der Halle den Einsatz gefährlich für die Wehrleute. Mit dem Teleskopmasten der Freiwilligen Feuerwehr Westerland wurde der Brand auch von oben bekämpft. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch weiter an. Das Hotel Fährhaus konnte zeitweise durch den Einsatz nicht erreicht werden. Die Brandursache und die Schadenshöhe standen am Nachmittag noch nicht fest. Es wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.